So, jetzt geht es darum, wie man tatsächlich dieses Vertrauen herstellt in eine Public Key Infrastructure. Wir haben vorher gesagt, es gibt sowas wie eine zentrale Certification Authority, die bestätigen kann, dass oder die Zertifikate ausstellen kann, diese signiert und damit bestätigt, dass eine Person tatsächlich jene ist, die sie vorgibt zu sein. Also die zentrale Rolle in diesem Netzwerk hat die Certification Authority. In einem verteilten System, sei es jetzt ein technisches oder ein soziotechnisches, ist eine Anforderung die Skalierbarkeit. Würde es jetzt nur eine Certification Authority geben, dann hätte man ein Skalierungsproblem. Auch wenn es beliebig also mehrere Certification Authorities gibt, skaliert das immer noch nicht, weil jeder Akteur da drinnen, sei es der Shop, sei es der Client, alle müssen in irgendeiner Form mit dieser Certification Authority zu tun haben und haben damit die Herausforderung, dass wenn die Nachfrage nach diesem Dienst wächst, dass irgendwann einmal die Ressourcen ausgeschöpft sind, dass das skaliert werden müsste und damit nicht notwendigerweise die Information verteilt werden oder dass damit die Information verteilt werden müsste, dass es eine neue vertrauenswürdige Certification Authority gibt. Das müsste an alle Akteure gehen und diese Information zu verteilen ist quasi nicht möglich. Deswegen hat man sich überlegt, okay, man versucht hierarchische Struktur aufzubauen, wo sich Public Key Infrastructures oder solche Certificate oder in einer Public Key Infrastructure solche Certification Authorities hierarchisch bestätigen. Dazu gibt es eine Certification oder mehrere Certification Authorities, denen ultimativ vertraut wird, also die tatsächlich irgendwo als vertrauenswürdig hinterlegt sind. Das sind die sogenannten Root Certification Authorities. Die haben wir hier erwähnt. In der Praxis ist es so, dass welche Root Certification Authorities vertrauenswürdig sind, in den Browsern, wenn wir jetzt über SSL oder HTTPS sprechen, in den Browsern hinterlegt sind oder in den Betriebssystemen hinterlegt sind und alle Root-Zertifikate, die dort eingebaut sind, dass es vertrauenswürdig gekennzeichnet sind, denen wird vertraut. Deswegen sind die ganz kritisch in dieser Infrastruktur, denn wenn die abhanden kommen würden, wenn die gestohlen werden würden, dann würden sich vertrauenswürdige Zertifikate ausstellen lassen, ohne dass es tatsächlich zu einer Identitätsprüfung kommen muss. Deswegen werden die ganz stark gesichert üblicherweise. Und diese Root Certification Authorities, die bestätigen wiederum untergeordnete Certification Authorities. Das kann dann über mehrere Stufen gehen, bis es tatsächlich zu den eigentlichen Zertifikaten kommt. Und was ein Browser dann tut oder was man tun muss, um die Vertrauenswürdigkeit zu bestätigen, ist diese gesamte Zertifikatskette hierarchisch bis nach oben durchzulaufen. Das heißt, man sieht in seinem eigenen Zertifikat oder in dem Zertifikat, das man von einem Server bekommt, dass dieses von einer Certification Authority ausgestellt ist, die vielleicht nicht bekannt ist. In diesem Zertifikat der Certification Authority ist aber wieder auf eine andere verwiesen. Auch die ist vielleicht nicht bekannt, aber in diesem wiederum ist auf ein Root-Zertifikat verwiesen, dem vertraut wird. Und damit haben wir wasserfallartig dann das Vertrauen bis aufs eigentliche Zertifikat hinunter. Wir kennen das oder wir können uns das anschauen, wenn wir auf das SSL-Icon in unserem Browser klicken und uns die Zertifikate dort ansehen, dann sieht man diese Zertifikatshierarchie hier für die JKU. Die JKU selbst hat ein Zertifikat, das ausgestellt ist von der Terrena. Die Terrena ist der Dienstleister, der hinter Eduroam zum Beispiel steckt. Und die Terrena selbst ist ebenfalls kein Root-Zertifikat, hat kein Root-Zertifikat, sondern hat ein Zertifikat von dem Unternehmen DigiCert. Und dieses wiederum ist ein Root-Zertifikat, das ist im Betriebssystem hinterlegt. Und weil die DigiCert bestätigt, dass die Terrena Zertifikate ausstellen darf und die vertrauenswürdig sind, ist auch das Zertifikat der JKU vertrauenswürdig. Das heißt, man kann das hier
durch, wenn man die Details anschaut, was im Zertifikat drinnen steht, da ist tatsächlich diese Identitätsprüfung. Wir sehen also, dass es die Johannes Kepler Universität ist, dass das eine staatliche Einrichtung ist und der Aussteller des Zertifikats, der sitzt in den Niederlanden, in Amsterdam, das ist die Firma Terrena, und wenn man dann das Zertifikat der Terrena ansieht, dann sieht man eben, dass die Identität ist wiederum die Terrena in den Niederlanden und der Aussteller des Zertifikats der Terrena, wo drinnen steht, das ist eine Intermediate-Zertifizierungsinstanz, also im Gegensatz zu dem Zertifikat der JKU, das nur für die Webseite gültig ist, ist das Terrena-Zertifikat ein Zertifizierungszertifikat, also bestätigt das DigiCert, dass die Terrena zertifizieren darf, und das ist ausgestellt vom Unternehmen DigiCert in den USA. Genau, so funktioniert diese hierarchische Authentifizierung. Wir sehen jetzt beim Root-Zertifikat bestätigt die DigiCert selbst, dass sie die ist, die sie ist. Das ist natürlich grundsätzlich problematisch, aber irgendwo gibt es eine oberste Stelle und der muss vertraut werden. Das heißt, die Browserhersteller vertrauen dann dieser Zertifizierungsinstanz und deswegen ist alles, was von der zertifiziert ist, wiederum vertrauenswürdig. Man kann sich jetzt vorstellen, dass man das nicht nur hierarchisch aufbauen kann, sondern auch netzwerkartig. Das sogenannte Web of Trust. Ein Web of Trust basiert darauf, dass nicht einer zentralen Instanz vertraut wird, sondern dass man seinen Freunden vertraut, deren Identität auch prüft, und wenn diese Freunde weiteren Freunden vertrauen und deren Identität geprüft haben, so spannt sich da ein Netzwerk aus, sodass ich auch mit Fremden, die über mehrere Zwischenstellen mit mir verbunden sind, kommunizieren kann. Beispiel, in diesem Fall Ingo, habe mit zwei Personen eine direkte Beziehung, deren Schlüssel ich direkt geprüft habe und deren Schlüssel ich zertifiziert habe. Das ist die Eva und der Axel. Die habe ich geprüft und denen vertraue ich auch. Das ist eine zweite Dimension. Also ich habe geprüft, dass das tatsächlich diese Personen sind, die sie vorgeben zu sein. Und ich vertraue darauf, dass diese beiden Personen auch sorgsam mit ihrer Verantwortung umgehen, weitere Personen zu prüfen. Also nicht einfach jeden die Identität zu bestätigen, sondern das auch zuverlässig und sorgfältig zu prüfen. So, mit Eva und Axel könnte ich jetzt direkt verifizieren, direkt kommunizieren, vertrauenswürdig. Die Eva wiederum hat den Manuel geprüft und verifiziert ihn und vertraut ihm grundsätzlich. Dadurch hat der Manuel oder habe ich über die Eva eine Verbindung zu dem Manuel und kann ihm jetzt, nicht standardmäßig, aber grundsätzlich kann ich ihm vertrauen. Das heißt, wir haben eine indirekte Verifizierung über eine Zwischenstelle und wir vertrauen ihm nicht per se, sondern müssten dann vielleicht nochmal feststellen, wie hoch unser Trust-Level ist. Also das kann man grundsätzlich abstufen. Wenn der Manuel jetzt wiederum die Susi bestätigt, dann wird es einen Link geben von mir bis zur Susi, mit der ich grundsätzlich nicht vertrauenswürdig kommunizieren könnte. Allerdings, wenn ich einen Link habe und mein Web of Trust, ja, je nachdem welche Ansprüche an Sicherheit ich habe, so eingestellt habe, dass auch über drei Links noch Vertrauen herrscht, dann kann ich auch der Susi vertrauen. Das heißt, ich habe es in meiner Hand als Instanz, die kommunizieren möchte, wie weit ich Personen vertraue. Ich kann sagen, ich vertraue nur jenen Personen vollständig, die ich selbst verifiziert habe. Wenn es dann um eine zweite Instanz geht, vertraue ich eigentlich nicht mehr, dass diese Person, weil ich sie ja nicht kenne,
weitere Personen verifiziert, sodass mal grundsätzlich keine Verifizierung der SUSI vorhanden wäre. Wenn ich aber sage, okay, ich habe Vertrauen in die Menschheit und gehe davon aus, dass sie schon sorgfältig prüfen würden und vertraue dementsprechend nicht nur einen, sondern zwei bzw. drei Links, dann sparen sich das Web of Trust auch so auf, dass ich direkt mit der SUSI kommunizieren könnte. Genau, so, und das vernetzt sich immer stärker. Jetzt haben wir nur einen Weg da drinnen nachgezeichnet. Da kann es unterschiedliche Wege geben, die können sich auch aggregieren, sodass durchaus es sein kann, dass jemand, der relativ weit von mir entfernt ist, über drei, vier verschiedene Wege die Vertrauenswürdigkeit und die Identität bestätigt bekommt und so mit mir kommunizieren kann. Das ist hier dann nochmal beschrieben, wie das funktioniert. Der Punkt ist, für SSL-Verschlüsselung, also für Verschlüsselung, die für alle funktionieren soll, ist es ein bisschen ein aufwendiges Verfahren, weil es eben Aufwand für den Nutzer, die Nutzerin generiert, weil sie sie aktiv in diese Schlüsselverifizierung einbringen müssen. Deswegen hat es in der Praxis wenig Relevanz, dieses Verfahren. Wo es tatsächlich Relevanz hat, ist bei der GPG oder PGP, bei der Pretty Good Privacy Verschlüsselung. Dort wird in Ermangelung oder in Ablehnung einer zentralen Instanz genau auf dieses Web of Trust Modell gesetzt. Wo es weiters eine Daseinsberechtigung hat, ist bei Kryptowährungen, wo man ja auch keine zentralen Instanzen haben möchte und deswegen die Validität oder die Authentizität einer Transaktion auch mittels Signaturen bestätigt werden kann, die wiederum in einem Web of Trust bestätigt werden. Wie gesagt, in der Praxis sind es eher die Public Key Infrastructures, die hierarchischen, die zum Einsatz kommen. Das Web of Trust ist einfach ein dezentraler Ansatz, der grundsätzlich ähnlich funktioniert, allerdings stärkeren oder höheren Aufwand bei allen Beteiligten verursacht, dafür aber ohne zentrale Instanz funktioniert.